You're that traveller. Hm? I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. Prismstone. Was machst du? Bist bestimmt so ein Aufstiegsstein-Ding. Twinkling, Fire Drake, Dark Knight, Poison Bleed, Pale Stone. Nee. Scrap of Life, ja, nee. Was zur Hölle hast du uns da gegeben? Das war irgendein Prism Stone. Ein Licht. Ernsthaft? I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. If you had not come. Oh, I feel shameful wearing these rags. I hate to burden you further, as you've already saved my life. But just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? Hast du dir mal unsere Klamotten angeguckt? I'll take anything. Whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Anything at all will do. Just put it on the ground. And I'll change into it later. Das ist jetzt sehr kurios. Wir haben jetzt quasi eine Anziehpuppe geschenkt bekommen. Aber hey. Wenn schon kinky, dann richtig. Was kriegst du? Leather Armor, da haben wir ein Set von, oder? Leather Boots. Ja komm, hier, Leather Boot kriegst du. Leather Gloves kriegst du. Leather Armor kriegst du. Und ein Wanderer Hut. Hut. Bitteschön. So, wir können bei ihr die Flamme auch verbessern. Das ist schon mal gut. Auch wenn es wahrscheinlich nur ein Backup ist, falls wir den alten Mann nicht rettet. Und wir können kaufen Feuerdefense, Blitzdefense, Dark Defense. Boost Lightning Defense, Boost Fire Defense. Ah. Und drei Upgrades für das Pyromancy-Ding. Und Pyromancy-Sprüche. Ja, sehr gut. Poison Mist, Flash Sweet. Iron Flash. Ah, das kennen wir auch schon aus Dark Souls 1. Macht uns härter, aber macht uns langsamer. Was tödlich ist. I'm very happy for this gift. After I change into this, I'm heading for Matula. I'm not sure where I might find the Lord. But perhaps Matula is my best chance. Sie sucht also schon mal ihren Herren und Meister. I'm going back to I hope we can meet again. Gut, lief. Ja, also wir haben eine Lederrüstung verloren, wir haben dafür einen funkelnden Stein bekommen und die Möglichkeit, sehr, sehr, sehr viel Geld auszugeben. Juhu! Bull. So. Ich hoffe mal, sie lassen sie in Ruhe. Es wäre nicht so schön, wenn sie jetzt gleich stirbt. Und das Glubschauge, da kennen wir doch. Weg. Weg. Huh. Eine Sache, die das Ganze nicht so wirklich erklärt. Das Glubschauge hier, das versteinert. Das war auf der anderen Seite der Tür. Ja, okay. Du, Heilung. Und noch ein Schalter. Bonfire Head. Bonfire, then Trap. Wie jetzt? Also erstmal zünftig an. Auch wenn wir nicht wirklich weit weg sind von Majula. Dann benutze ich dich nicht, weil ich nicht wieder gegen alle kämpfen will.
Und ich sehe hier keine Falle. Komisch. Na gut. Da. Oh, Kiste. Ah, hier wird die Falle sein. Mimik ist es schon mal nicht. Und auch da keine Falle. Okay. Oh, Estus Flask Shard, sehr schön. Davon kann man nie genug haben. So, jetzt können wir von hier oben eventuell zu den Zellen, wo die Viecher rauskamen. So wie du. Genau. Nix. Keine Secrets, nein. Die sind ja alle noch voll. Wie kommen wir denn da hinten? Oh. Hä? Achso, du kannst nicht wirklich gut mit Türen umgehen, hm? Weg. Au. Human Effigy, Seele. Aha. Aber das sind nicht die Türen, die ich eigentlich checken wollte. Müssen wir gleich mit dem anderen Raum gucken, ob es da noch eine Möglichkeit gibt. Jetzt müssen wir wieder darüber. Darüber. Dich töten. Oh, was steht da? Don't you dare. Was ist das denn für ein Spike? Was ist das für eine Gefängniszelle? Also wenn du keine Lust hast, hier in der Zelle zu bleiben, kannst du einfach deinen Kopf gegen diesen Stachel da rammen und dann ist alles vorbei. Okay. Das ignorieren wir mal. Es geht besser, als ich dachte, mit dem Stab zum Finishen. So, und das war's an Zellen hier oben. Was ist jetzt aber mit den Zellen da oben? Wie komme ich da rauf? Es muss... Was? Warum ist die Tür zu? Danger Zone ahead. Moment mal. Doch. Ich komme von daher. Das heißt, das ist eine Schleuse. Wenn die Tür hier offen ist, kann die andere Tür nicht offen sein. Und irgendwo hier muss es einen Geheimgang geben. Nicht da. Rüber. Hier hatten wir gecheckt. Ich glaube, die Tür hatte ich hier nicht gecheckt gehabt. Die Wände. Nix. Nix. Nee. Sehr komisch. Ich springe die Wand mal an. Nee. Hä? Gut. Ja gut, gucken wir jetzt mal weiter. Merken uns auf die Zukunft, dass es da irgendwie komisch ist. Ah, und draußen. Hoffnung voraus. Das klingt gut. Quite something ahead. Nachricht. Viel Glück. Try luring it out. Okay, also es kommt irgendein Vieh. Und sehr viele Leute sind motiviert, hier etwas zu schreiben. Method, message and then try horse. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon am neuen Gebiet und das ist gut so. Oh, da ist ein Vieh. Zwei Vieh. Ah. Fatty ahead. Fading Soul. Was war ein Fading Soul? War das dieses komische Kuppelding? Ne, das war eine Soul Vessel. Soul of a Proud Soul. Oh. Das ist eine ganz, ganz kleine Seele. Okay. Left ahead. Therefore be wary of up. Visions of Boulder. Einer von den Steinen. Oh. Oh, das war ein Trollversuch, dass wir nach oben gucken und dann von vorne angegriffen werden. Also laut Nachricht greift uns da irgendwas von oben gleich an. Mal gucken. Ah.
Ja, die schießen mit Scheiße. Ha, ausgewichen. Sehr gut. Du kommst mit, du kommst mit. Ach, da ist der Rapier, den wir eventuell mal nehmen würden. Wobei, ernsthaft, 7 Level, da gehe ich lieber auf eher magische Sachen ein, als eine Waffe hochzuskillen. Nee, nee, nee. Mehr Viecher. Au. Weg. Talana wird total mit Scheiße beschmissen. Sollten demnächst mal Ausrüstung wechseln. So, eine Statue von einer Frau. Zerstört. Noch mehr von euch, Jungs. Noch mehr Statuen. Nicht hier. Was? Sollte das etwas sein, was wir kennen? Also einmal ist hier noch ein Leuchtfeuer. Das benutze ich mal. Zwar komplett. Dann höre ich aber so ein komisches crunchendes Geräusch. So Crunch-Schmatz-Geräusch. Gucken, wo das herkommt. Drei Wege haben wir. Einmal ein zu mehr von diesen komischen Neandertal-Sackmenschen. Einen Wald. Einen Nebel. Links und dann links. Ich glaube, ich gehe erstmal in die Mitte. Hier. Man sieht keine Gegner. Man sieht keinen komischen Nebel. Alles gut. Man sieht ein Aquädukt. Hm. Und Loot. Moment mal. Ah, das ist verdächtig. Kein Schlammloch oder Treibsand oder so. Red Tearstone Ring. Trotzdem raus hier. So, was für ein Ring ist das? Red Tearstone Ring. Erhöht physikalische Attacken, wenn Lebenspunkte niedrig sind. Okay. Das wäre vielleicht interessant in der Kombination mit dieser Pyromantie-Hand. Die stärker wird, je weniger Leben man hat. Also je mehr Hollow-Effekt man hat. Die Frage bei diesem niedrigen Leben ist auch, ist das prozentual vom Max-Leben? Also meinetwegen mal 100 Lebenspunkte und man kann 100 Lebenspunkte haben und man hat momentan nur 10. Dann ist das niedrig. Was ist, wenn man durch Hollow-Effekt irgendwie auf 10 maximale Lebenspunkte kommt? Zählt das dann als niedrig oder muss man erst einen Lebenspunkt haben, bis es als niedrig zählt? In einem der beiden Fälle wäre es nämlich ein richtig schön gesteckter Effekt mit dem anderen. Mit der anderen Hand. So, was bist du? Du bist wieder so eine Tür, wo wir das Symbol des Königs brauchen. Okay. Das heißt, von den drei Wegen ist uns einer schon mal versperrt. Das heißt, wir haben jetzt die Wahl zwischen Nebel. Also verlaufen. Und ganz viele Neandertal sagt Menschen. Also erschlagen werden. Ich glaube, ich gehe in den Nebel. Da haben wir auch schon einen kleinen Hinweis bekommen mit dem Links und dann nochmal links. Tidespot? Message. Ja, ich finde Tidespot irgendwie toller als Message. Message ist so einfallslos. Also links und dann links. Ah, es ist echt neblig. Hier ist schon mal jemand gestorben. Das heißt, Gegner müssten eigentlich in der Nähe sein. Ja, bei dem Nebel und so vielen Bäumen als Zauber. Da. Au. Was zur Hölle? Da ist jemand. Ich kann ihn nicht targeten. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Da ist er. Ja, ich habe ihn einmal getroffen.
Wie zum Geil soll ich das Magier das machen? Nimm. Brauche ich zielsuchende Zauber, ha? Oder ich laufe einfach dran vorbei? Das wird niemals gut gehen. Ah, da bist du ja. Das Nicht-Targeten ist sehr irritierend. Ah, Treffer. Werde ich mit meinem Zauberstab verprügeln, du komischer Kauz. Au. Ich glaube, Messer ist eine bessere Idee.